Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Montag, den 26. September, morgens um 5:45. Es ist noch stockeduster. Ich wünsche euch aber einen schönen Tag und vor allen Dingen einen schönen Start in die neue Woche. Guten Morgen. Doch, das kann ich noch sagen. Wir haben 11:24 Uhr. Ich weiß nicht, ob man es hört. Vorführeffekt, der Huhn ist am Gackern. Liegt entweder eine andere Henne genau da, wo sie das Ei legen will, oder keine Ahnung. Ja, es regnet. Wenn man nicht raus müsste, wäre das wirklich ein richtig schöner Herbsttag. Ja, aber der Montag heute, der hat angefangen. Halleluja. Fing schon an, so gegen 4, kurz nach 4, kam die Emma heute Nacht hoch und sagte, sie konnte nicht mehr schlafen. Ja, wunderbar. Und ja, dann hat sie sich dann bei uns mit ins Bett gelegt. Und für mich war dann aber auch kein Schlafen mehr. Ich habe da nicht reingefunden. Doch wie man sagt, so 10 Minuten vorm Wecker, da pennst du dann ein, ne? Der Udo musste heute früh raus und früh weg. Der hatte noch einen Termin. Und ja, hier war dann irgendwie so wuselig, weil ich so müde war. Ich habe das Gefühl, irgendwie ich stehe neben mir. Ich weiß nicht, ob hier oder hier noch jemand sitzt. Ich weiß es nicht. Aber so fühlt sich das an. Ja, dann haben wir soweit alles fertig gemacht, gefrühstückt und für die Schule fertig gemacht. Ja, dann hat man noch 97 Teile vergessen. Man wollte zum Auto, war schon später dran als sonst. Da sagte dann eine Nachbarin, also entweder seid ihr heute später dran oder ich bin zu früh. Ich sage, wir sind zu spät. Ja, dann hatte man noch da was vergessen und dort was vergessen. Ja, dann haben wir das aber alles hingekriegt und pünktlich hingekriegt und ich musste zur Bank. Ja, musste da was einzahlen, wie das ist. Ist der Automat defekt? Da dachte ich, gut, fährst du dann noch woanders hin? Die haben sowas nicht, kann man gebrauchen. Ja, und dann war ich noch so schnell unterwegs und dann hier zu Hause hier aufgeräumt alles. Die Waschmaschine, nee, die Trockner. Der Trockner, der läuft. Die nächste Waschmaschine muss in den Trockner rein, also der Inhalt logischerweise. Ja, dann habe ich jetzt gerade ein bisschen schnabuliert und ich bin müde. Ich könnte im Sitzen pennen. Aber geht ja nicht, weil ja hier noch einiges ansteht und ich ja nur gucken muss, weil es zu essen gibt und. Ja, auf jeden Fall merke ich gerade selbst, ich könnte hier vor der Kamera einpennen, aber das sieht ein bisschen blöd aus, ne? Ja, ich zeige euch jetzt gleich mal, wie die Hummel liegt. Genauso fühle ich mich auch. Vielleicht hat sie auch nicht so gut geschlafen, man weiß es nicht. Naja, jetzt werde ich auf jeden Fall noch eben hier weitermachen und dann, ja, geht es schon wieder zur nächsten Station. Genauso fühle ich mich auch. Halleluja. Der Vorteil, sie kann pennen, ich nicht. Aber das gönnen wir der alten Omi. Der ist der Meister hier am Häckseln. Die Fische, die brauchten mal wieder ein bisschen Sicht. Und die anderen Pflanzen Licht. Also musste jetzt mal hier wieder ordentlich ausgedünnt werden. Guten Morgen, wir haben heute Dienstag, den 27. September, morgens um, ich glaube, 6:30. Da oben fliegt jemand wahrscheinlich in den Urlaub. Ja, das ist ganz schön frisch. Ich glaube, das Wärmste heute sind 11 Grad. Ja, der Winter ist angekommen. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag und bis später. Hallöchen, Hallöchen. Wir haben schon wieder, Ziel erreicht, gleich 17 Uhr. Und ja, heute Morgen bin ich nach der Schule direkt noch umgedüst,
weil ich da Lust zu hatte. Nee, ich musste noch was erledigen. Und anschließend habe ich hier zu Hause erstmal gefrühstückt, den ganz normalen Wahnsinn hier aufgeräumt. Und dann habe ich noch eine Karte gebastelt, denn der Lenny ist jetzt auf einem Teenie-Geburtstag. Und zwar sieht die Karte, ich hoffe, man kann es erkennen, so aus. Genau, die habe ich gebastelt. Die gefällt uns ganz gut. Wir hoffen natürlich, dem Geburtstagskind gefällt die auch sehr gut. Ja, da habe ich dann heute Morgen, späten Morgen, wie auch immer, noch dran gesessen. Dann hat eine Kind oder die Kinder abgeholt, sagen wir mal so. Dann die Karte noch eben zu Ende gemacht. Und ja, dann wurden Hausaufgaben gemacht. Das andere habe ich dann zum Geburtstag gefahren. Ja, der Udo ist auch zu Hause mittlerweile. Der sitzt da, der friemelt an seinem Laptop. Irgendwas, was kriegt die, eine neue? Festplatte, genau. Der Laptop war zu langsam. Ich bin mal gespannt, wann ich eine neue Festplatte kriege. Er sagt nichts, er ist konzentriert. Ja, das Wetter ist heute wie im April. Etwa den ganzen Morgen war es diesig gewesen und richtig kalt schon, finde ich. Ja, und jetzt ist die Sonne draußen, ne? Jetzt haben wir hier wirklich Aprilwetter. Und ich finde, draußen vor der Tür, logischerweise in der Bude steht kein Baum. Der hat so eine richtig schöne Färbung gekriegt. Ich zeige euch gleich mal meinen Ausblick, den ich dann hier so habe. Ja, sonst ist nicht wirklich viel gewesen. Nix gewesen. Wie heißt das? Ach, keine Ahnung. Ja, Raul, draußen rumrennen machst du ja freiwillig jetzt nicht, wenn du nicht musst. Und ja, ich habe jetzt gerade einen Einkaufszettel noch geschrieben, weil morgen muss ich einkaufen gehen. Ja, dann wollte ich morgen mal ein neues Rezept austesten zum Mittagessen. Mal gucken, wie das so wird und wie das schmeckt. Ah, da fällt mir gerade ein, ich muss ja noch das Gehacktes rauslegen. Ja, vielleicht lege ich der Udo und ich heute noch die Trikots zusammen. Mal sehen, oder ich, oder nur er, oder keine Ahnung, damit der Trockner dann auch wieder leer ist. Ja, und sonst steht nichts an. Ja, doch, dann gleich wieder ein Kind abholen. Und jo. Sonst ist man war nur unterwegs. Man war nur unterwegs und hat hier Macht und hier Tat. So sieht's aus. Jetzt werde ich da Handtücher noch falten, die da noch liegen. Vielleicht auch die Trikots, wenn der Udo lieb zu mir ist. Ja, da werde ich jetzt einfach mal mit beginnen. Ihr hört es ja. Hier werden gerade Blumen gegossen. Das ist schon den ganzen Nachmittag bzw. jetzt Abend am Regnen. Also ich glaube, die Wiesen und Blumen haben so langsam genug. Aber gut, ich werde mich jetzt verabschieden, wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen. Guten Morgen, wir haben heute Mittwoch, den 28. September. Kann ich mir sehr gut merken, denn heute hat meine Schwester Geburtstag. Und ja, das ist angenehm. Ne, angenehm, ist es angenehm? Es ist frisch auf jeden Fall. Ist das angenehm? Keine Ahnung. Für mich fühlt sich das jetzt gerade angenehm frisch an. Aber mich darf es auch nicht als Maß nehmen. Hin und wieder mag ich das mal. Genau, wir haben 6.29 Uhr und ich wünsche dir einen schönen oder euch einen schönen Tag und einen schönen Wochenteiler. Und ich weiß nicht, was meine Hühner hier machen. Auf jeden Fall kämpfen sie gerade irgendwie zur zweiten Treppe runterzukommen. Brauche ich euch nicht zeigen, weil ihr werdet es nicht sehen. So, und jetzt sage ich später. Jetzt habe ich meine Aussicht gestern Abend gar nicht gezeigt. Aber so sieht das hier aus. Erstmal hier drin die Grünpflanze, dann links ist noch
Also von außen der Blauring. Und das da ist der Baum, den wir vor der Tür stehen haben. Der sieht richtig schön aus. Und ich finde auch so das Zusammenspiel sieht sehr gut aus. Und jetzt, wo ein bisschen die Sonne scheint, dachte ich, halte ich da mal eben die Kamera drauf. Und jetzt habt ihr die Aussicht hier. Ja, die Emma hat gestern dieses Herbstbild hier ausgemalt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Emma? Ich gehe hin und schneide die Augen aus und hier den Mund. Ich sage, und dann malst du die Rückseite. Und dann können wir das irgendwie ums Teelicht oder so an Halloween rummachen. Und ja, vielleicht sieht das ja auch gut aus. Genau, das haben wir gestern gemacht. So zwischen Tür und Angel. Ja, ich habe jetzt gerade gefrühstückt. Ich werde jetzt hier aufräumen, Spülmaschine aus und wieder einräumen. Das, was man so tagtäglich hier macht. Und ja, dann werde ich heute Mittagessen machen, mein neues Rezept austesten und ja, da schauen wir mal, wie das so schmeckt. Jetzt weiß ich aus dem Kopf gar nicht, wo habe ich... Ach doch, guck mal, ich habe das Handy hier. Wie es hieß. 2 Sekunden oder vielleicht 3 und 5. Hallo, vor allem wenn das Handy nichts macht, das ist auch genial. Wo haben wir das denn? Wo haben wir das denn? Welches mache ich denn heute? Wie genau? Nudelhackpfanne. Da kommen diese Mienudeln rein, wobei die habe ich gar nicht gekriegt. Ich habe jetzt Woknudeln genommen. Mal gucken, ob das dasselbe ist, ob das ungefähr genauso schmeckt mit Brokkoli, Paprika, Hackfleisch, Mungobohnen. Ja, das kommt da rein. Mal sehen, wie es schmeckt. Hört sich, finde ich, lecker an. Mal sehen, was meine Kinder dazu sagen. Weil da so ein, zwei Zutaten drin sind, die sie nicht mögen. Zumindest das eine Kind. Aber wir schauen mal. Ne, ich habe schon oft gedacht, das essen die nicht. Und dann haben sie mir quasi die Haare vom Kopf gefräten. Ja, das werde ich machen. Dann steht für die Kinder heute wieder Schwimmen und Fußball an. Da freuen sie sich schon drauf. Und ja, mich freut halt natürlich auch. Denn, ja, wer sieht halt nicht gerne, wenn die Kinder oder dass die Kinder Spaß an was haben. Ja, jetzt sieht man schon wieder, die Sonne ist weg. Vielleicht zeige ich euch den Ausblick auch mal so auf unseren schönen Baum. Und ja, ich lege jetzt einfach mal los. Der Hund, ne? Ich zeige den euch auch mal. Schon 98 Mal gekämmt. Die müsste eigentlich schon Glatze haben. Hat sie aber leider noch nicht. Wartet. Jeder, der Tiere möchte, muss das bedenken. Die kann ich gleich schon wieder kämmen. Ich sage ja, das ist heftig, weil die Haare hat, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Ja, toll, jetzt kommt die Sonne raus und ich kann den Baum gar nicht zeigen. So. Ja, also ich finde in der Sonne, logischerweise leuchtet der anders. Guckt, jetzt kommt die Sonne gerade, als wenn keine Sonne ist. Ja, und der Elvis, der singt auch schöne Lieder, genau. Hier haben wir einmal das Essen. Wie gesagt, Brokkoli, Paprika. Ich denke mal, wenn ich jetzt hätte vielleicht noch eine rote reingemacht, wäre das farblich auch noch was schöner. Hack ist mit drin und diese, ja, wie gesagt, bei mir sind es Woknudeln. Genau, das, was ich jetzt probiert habe, ja, kann man essen. Ich habe ja schon eine Befürchtung, was meine Kinder sagen werden. Aber das werde ich herausfinden. Vielleicht überraschen sie mich ja auch. 21.08 Uhr und ich melde mich auch nochmal. Ja, liegt daran, die Kinder kamen aus der Schule und bis zu den Sportveranstaltungen, also Schwimmen und Fußball, sind wir hingegangen und haben geübt. Beide Kinder schreiben morgen eine Arbeit und ja, da bin ich dann eben hingegangen und habe dann mit beiden einmal alles geübt, soweit es ging. Ja, dann waren beide beim Fußball und beim Schwimmen, da war alles super gewesen. Und als wir zu Hause waren, duschen, Abendbrot essen und dann ab ins Bett.
Genau, die sind in den Federn und ich mache noch Spitzkohl untereinander, genau, für morgen. Ich mag das ja immer, wenn das dann schon einen Tag durchgezogen ist. Und ja, dadurch, dass die Sachen da alle da waren, habe ich das jetzt gemacht. Und wenn ich jetzt gleich fertig bin, dann flieze ich mich auf die Couch. So sieht's aus. Da haben wir unser Mittagessen für morgen. Spitzkohl untereinander mit ein bisschen Mettwurst. Ja, das lassen wir uns morgen schmecken. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Restmittwoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.